Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing. Die My Little Box ist eingetroffen und ich dachte, komm, ich mache so schnell wie es geht das Video für euch. Die Box ist nämlich diesen Monat extrem hochwertig. Sie hat nämlich einen Gesamtwert von 109 Euro und es gibt ein zusätzliches Produkt obendrauf mit dem Code BLOSSOM. Bekommt ihr ein Serum von Caudalie mit obendrauf und dann hat die Box einen Gesamtwert von 135 Euro, das ist das Vinosource Hydra Serum. Mega gut, also da freue ich mich extrem drüber und das schauen wir uns auch zuallererst mal an. Die Box kam auch in einem anderen Design, die kam in so einer süßen, eckigen Box, hat mich überrascht, fand ich aber cool, ist mal was anderes. Und wie gesagt, ist in Kooperation mit Caudalie. Und als Karte war dieses Mal das hier mit dabei, was Rundes, auch cool. Sunshine Seeker hat mir gut gefallen. Kommen wir aber zuallererst mal, wie angekündigt, zum Serum hier von Caudalie. Verpackung natürlich super, wisst ihr ja, da brauche ich nichts zu verstecken, rosa. Absolut meine Farbe und so sieht das Ganze dann aus, kommt mit einem Pumpspender, gefällt mir, finde ich super hygienisch und das Ganze ist auch eine Glasflasche und die ist so super schön rosa eingefärbt, gefällt mir extrem gut und das werde ich auch gleich mal ausprobieren. Ich habe aus der Reihe schon ein paar Produkte getestet und war damit immer zufrieden aus dieser Vino-Reihe und deswegen, ich bin mal gespannt jetzt. Da steht es, man muss das dann so rummachen, dann ist es geöffnet. Geruch erkenne ich mal noch keinen. Ah, da kommt es schon. So sieht das Ganze dann aus. Wow, das riecht aber richtig gut. Und das ist so, oh, das ist so schön gelig. Das kühlt auch ein bisschen. Gibt einen schönen Glow, zieht schnell ein. Das, Leute, das finde ich ja mega gut. Das werde ich auf jeden Fall direkt mal hier an meinem Schminktisch stehen lassen, um das zu verwenden. Riecht mega gut. Also das riecht super und das wird direkt von mir weiterverwendet. Wow, okay, also mega, mega gut, freue ich mich. Erstes Produkt und schon ein Highlight. Und innen drin ist die Schachtel auch bedruckt. Wow, sehr cool. Also da freue ich mich. Und jetzt kommen wir mal zur Box bzw. zur Tasche. Und das ist so eine kleine Kosmetiktasche. Ich mag das. Hier unten kann man es gut hinstellen. Und dann ist das eher so rundlich. Dann passen da auch ein paar größere, ein paar kleinere Sachen gut rein. Die kann man dann schön so reinstellen. Dieses Format an Kosmetiktaschen mag ich besonders gerne. Finde ich schön. Was ist denn da drauf? Sonnenblumen sind das ja keine, oder? Nee, es sind andere Blumen. Ah, ich komme aber gerade nicht drauf. Margariten? Nö, ne? Die wären jetzt nicht gelb, die wären weiß. Bin mir nicht sicher. Wow. Leute, oh Gott, es sieht schon so unfassbar schön aus, wenn ich das hier öffne. Ich kann mich gar nicht entscheiden, was mache ich denn zuerst? Ich hole erstmal hier ein Heftchen raus. Es geht wohl um Vitamine. Da kann ich schon ein bisschen was erkennen. Ich ziehe mal raus. Erstes Produkt ist das hier. La Relève. Oh, ich weiß es nicht. Your Hair Up in the Air. Okay, witzig. Ein Haarband anscheinend. Oder? Doch. Mit so einem Klettverschluss. Okay, abgefahren. Und da ist hier oben einfach so ein Nüppel. Komm, ich probiere es mal aus. So. Und dann, wo ist das Ding hier? Nee. Ich bin nicht so geübt. Ich glaube, es muss andersrum. Genau. So. Nee.
Also ich denke, dass es so schon mal nicht funktioniert, aber vermutlich so ähnlich. Ich werde das noch mal ausprobieren. Ich glaube, es muss andersrum, oder? Dass das hier unten ist und das dann so oben drauf. Ich glaube auf jeden Fall, dass es andersrum funktioniert, aber ich werde es nochmal austesten. Ich finde es auf jeden Fall spannend und ist ideal, wenn man Masken machen möchte. Das kommt auf jeden Fall nochmal zum Einsatz. Dann ziehe ich das hier raus, eine Tube, und da sind 30 Milliliter drin. Ich denke, das ist eine Travel Size. Und zwar ist das eine Body Lotion. Passt perfekt jetzt auch für in mein Projekt. Da möchte ich ja auch ein paar Body Lotions aufbrauchen. Und da kommt mir so eine kleine ja auch gelegen. Kann man so ein bisschen schummeln, ne? Wenn man ein kleines Produkt aufbraucht. Aber gut, besser wie nichts. Auch das werde ich ausprobieren. Okay. Das riecht ganz anders jetzt als das Serum. Aber ich weiß auch nicht so genau nach was. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es ein bisschen blumig riecht. Eine Hyaluron Body Lotion. Auch cool. Finde ich spannend. Und es ist super viel drin dieses Mal. Ich nehme mal noch das hier mit dazu. Ein grünes Produkt. Also bis jetzt hatten wir alles rosa, lila, grün. Das sind 15 Milliliter. Ich glaube, das ist eine Augencreme. Ja, Antimüdigkeit Augenpflege. Das ist eine Originalgröße. Ich schaue auch gleich noch nach wegen den Preisen. Das steht nämlich auch in dem Newsletter mit drin. Aber ich möchte jetzt noch nicht spoilern. Das sieht so aus. Ja, eine Augenpflege. 15 Milliliter sind enthalten. Finde ich auch schön. Brightening Eye Cream. Oh, das finde ich super gut, dass das so eine kleine Spitze hier vorne hat. Dass man dann wirklich ganz gezielt das nur anwenden kann und nicht zu viel rauskommt. Das finde ich super gut. Das liebe ich bei Augencremes. Morgens und abends im Augenbereich auftragen. Ja. Mit Vitamin C. Sehr schön. Und auch das ist innen drin so toll bedruckt noch. Kommen wir zum vorletzten Produkt. Und das ist so eine super schöne Blechdose. Passend wieder alles gestaltet. Augenpads. Oh, wie schön, Leute, so zum Aufdrehen. Das ist ja mega. Oh, wie so eine kleine Cremedose. Das sieht cool aus. Was ist das? Hey, okay. Das sind wirklich Augenpads. Ach, sind die schön. Aber die sind nicht getränkt. Das sind zwei Stück. Ich gucke mal, was da dabei steht. Die Nacht war kurz ist ein Satz, den du ab jetzt aus deinem Vokabular streichen kannst. Diese Patches werden direkt unter dem Auge platziert, um deine Augenpartie wach zu kitzeln. Dank des blumigen Designs sind sie auch äußerst selfie-freundlich. Das stimmt wohl. Anwendungshinweise. Trage die Caudalie Augenpflege. Die hat einen ganz interessanten Namen. Wiener Chattic? Meiner Chattic? Ich weiß es nicht. Also die da auf jeden Fall auf deine Augenringe auf und klebe die Patches drauf, um die Wirkung um ein Vielfaches zu verstärken. Spüle die Patches vor dem Gebrauch unter Wasser ab, damit sie besser haften, und wasche sie nach dem Gebrauch wieder aus. Also die kann man wohl öfter anwenden. Dann trägt man sich hier einfach eine Creme auf, vorzugsweise jetzt natürlich die hier aus der Box oder vielleicht auch einfach ein Serum oder was man sonst noch so hat. Viele sammeln sich auch das Serum von den Masken in einem kleinen Töpfchen, weil da ist immer super viel noch in der Verpackung drin. Und dann kann man das einfach auftragen, klebt die Patches drauf und dann hat man Augenpatches und kann die immer wieder verwenden und kann auch die überschüssigen Serum, die noch in den Masken mit drin sind oder was man so da hat, einfach ein bisschen
aufbrauchen, umfunktionieren, finde ich mega cool. Und das werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Wenn ihr wollt, können wir das auch mal zusammen in einem Video ausprobieren. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Dann werden wir das mal testen. Finde ich super spannend. Sowas hatte ich noch nie in der Box. Und dann kommen wir noch zum letzten Produkt. Auch aus der gleichen Reihe hier wie die Augenpflege gerade. Finde ich schön, dann passt es gut zusammen. Ein Vitamin C Anti-Müdigkeits-Serum. Sofortige Ausstrahlung und aufpolsternde Effekte. Okay, Vitamin C, Hyaluronsäure und Polyphenole. Ja, das weiß ich jetzt nicht, was es ist. 30 Milliliter sind enthalten, wird also auch ein Originalprodukt sein. Ist ja der Wahnsinn. Dann haben wir hier drei Originalprodukte von Caudalie. Eine Travel Size, eine Tasche, ein Stirnband und Augenpads. Wow, okay. Das sieht auch sehr schön aus. Und das ist auch Glas. Und das ist so super schön in diesem Petrol eingefärbt. Das ist doch Petrol, oder? Ich finde, die Farbe ist so ein bisschen Petrol. Vitamin C Energy Serum. Das möchte ich auch mal gerne ausprobieren, aber jetzt mache ich es mal auf die andere Seite. Dass die sich nicht so vernachlässigt fühlt hier. Kommt auch relativ schnell was raus. Ich würde sagen, das riecht auch irgendwie blumig. Also vom Geruch her ist auf jeden Fall das hier mein absoluter Favorit aus der Box. Aber das riecht auch irgendwie, ich glaube, es riecht blumig. Ist auf jeden Fall auch schön kühlend, zieht schnell ein, spendet Feuchtigkeit, Frische. Das ist mit Sicherheit richtig gut. Also da freue ich mich extrem über die Produkte. Und jetzt möchte ich natürlich noch gucken, was die kosten. Das steht hier nämlich. Und zwar haben wir hier das Serum, sind 30 Milliliter drin, Full Size und kostet 40 Euro. Dann haben wir die Augenpflege, auch Full Size, 15 Milliliter, kostet 30 Euro. Alleine dieses Set also schon 70 Euro. Bei der Travel Size steht jetzt nichts mit dabei. Und dann haben wir noch dieses Serum hier und das kostet auch so um die 30 Euro. Da steht jetzt nichts explizit dabei. Ja. Aber so ungefähr um die 30 Euro wird es kosten. Das ist eine mega, mega schöne Box. Die Verpackung, die Aufmachung, die Kooperation mit Caudalie hat mir sehr gut gefallen. Wenn es euch interessiert, schaut in die Infobox und denkt an den zusätzlichen Code Blossom, damit ihr dieses Serum von Caudalie mit dazu bekommen könnt. Das war's. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Tschüss.